So, willkommen zurück bei der zweiten Runde Dungeon Defenders 2. Na, hast du auf mich zu schlagen? Ich schlag dich nicht, ich beschieße dich. Ja, okay, lass uns zweite Mission machen. Auf. Das ist dann die Mission Dragonfall Bazaar. In dieser Mission müssen wir den Karren von einem alten, dickköpfigen Händler, der nicht fliehen wollte, beschützen. Obwohl die Armee des Bösen auf seinem Weg ist. Das schrecklich sowas. Er hier. Ganz schrecklich. So, einmal Krone holen. Tja. Welchen Weg nehme ich denn mal? Ich würde den hier nehmen. Das sind wieder zwei. Machst du den hier oben? Aber aufpassen, dass sie nicht dieses Ding hier erreichen, ne? Das ist nämlich ein zweites Objective hier. Das sollen sie nicht erreichen? Nein, das sollen sie nicht erreichen. Ich baue dir mal Mauern auf, ja? So, und dann gehe ich jetzt auf die andere Seite. So, brauchst du irgendwo eine Mine? Aber mach du ruhig bei dir erstmal. Ich denke, das klappt hier vorerst. Ich werde es ja gleich sehen. Oh, das Gute ist, als Fernkämpfer habe ich von hier aus auch eine Reichweite nach drüben. Schön, schön. Wunderbar. Da kommen sie schon wie die Lemminge. Wenn ich sie treffen würde, wäre das auch schön. Magst du Stäbe nicht, die dreifach Schuss machen? So wie die Beste verloren geht, weil den Kugeln die nicht treffen. Na gut, das stimmt. Oh, ich schmeiße Bomben. Ich will das aber auch. Oh. Können sie nur. Ah. Okay, ich sehe schon, die grünen Dinger können wir uns also gegenseitig wegschnappen. So, Level up. Ja, ich auch. Ach, da habe ich auch meinen zweiten Turm. Was ist das eigentlich? Eine Falle, oder? Ja, ja, aber jetzt will ich erstmal gerade hier reparieren. So, ein Turm noch. Ich muss mal gerade gucken, da steht ja hier im Charakter. Nee, wo war das? Eine Geysirfalle. Ja, schleudert fein in die Luft. Bestimmt eine gute Kombofalle mit Türmen, die schießen können. So, ich bin übrigens soweit. Ich noch nicht. Ich teste die jetzt mal hier aus. Zack, eine hier hin. Haha, sieht aus wie ein kleiner Pimpel. Ja, das ist ein Fußbad. Vielleicht landen sie dann im Minenfeld. So, los geht's. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so ausschaut. Die ersten Lemminge kommen auch schon. Lemmings.
Oh, schlört die hoch und macht auch ordentlich Schaden an den Dingern. Cool. Muss man sich merken. Meine hat im Eternity mehr Grün gefunden. Ja, wahrscheinlich kommt das mit dem Pferd auch gut an. Wow, also diese Fallen, die will ich jetzt mal gar nicht abstreiten. Die fallen mir. So, letzte Welle. Schon? Da. Der Boss kommt aus der Mitte. Aus der Mitte? Dann mache ich hier nochmal was hin. Oh, hier ist noch ganz viel Gold. Das hole ich mir erstmal jetzt. Zack. Ach, Gold ist ja auch noch bei dir. Muss ich auch nochmal hinlaufen. Ja, das war's jetzt. Aber ich könnte hier einige verkaufen, aber das mache ich nicht. So. Ich mochte das Design von den alten Flammentürmen mehr. Die sehen eher aus so wie Pflanzen. Oh, hier kommt er schon. Ja, gehen wir schnell. Der rennt einfach durch. Naja, der ist halt auch groß, oder? Oder die anderen haben es ausgelöst, deswegen. Loot. Viel zu viel Loot. Nichts Gutes dabei, Mensch. Massig Gold hier. Da oben auch. Na, was das jetzt? Sieben Stück. Da hinten ist noch. Ach, da hinten sind noch welche. Die letzte Reihe sozusagen. Noch null. Achso, das war's. So, der alte Mann ist gerettet. Jawohl. Wie grimmig der da oben guckt, ne? Der ist gar nicht dankbar. Ne. Loot, 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 loot. Und Nummer 6. Schön. Level 7, yay. Okay, was ist das? 8 Hero Health. Ach, wieder so eine Kiste habe ich bekommen. Hier oben war dann irgendwas, da ist noch ein Helm. Alles klar. Ab in die Taverne. Ab in die Taverne. Wie läuft das Spiel bei dir eigentlich? Gut. Bei mir auch. Ich droppe zwar öfter unter 60 FPS aus irgendeinem Grund, aber ansonsten geht's. Ja, aber so ab und zu sind so Mini-Ruckler drin, aber läuft sonst gut. Ach, oh, ich wollte jetzt meinen... Nee, das wollte ich... Doch, da.
Hoffentlich kann man... Ach, man kann die wirklich resetten. Die ist das hier. Gut, dass man die resetten kann. So, wer Zeit, dass ich Level 10 werde. Ich will wissen, was diese ganzen Sachen sind hier mit Stats. Na gut, Sphere Sheets hier. Ab Level 12 kann man Skill Spheres freischalten. Was ist das Hero Deck? Ah, ich muss noch verkaufen. Richtig verkaufen. Gute Idee. Meine Kiste, wo mache ich denn hin hier? Jetzt habe ich schon zwei Kisten. Einmal eine Fortifier Lockbox und eine Trappers Lockbox. Ich habe noch keine einzige Kiste gefunden. Was wäre denn hier drin? Noch mehr Klamotten. Alles nur für den Hunter. Ja, schön. Ja, aber die brauchst du ja auch wieder einen Schlüssel für. Oder 150 Dinger. Tja. Schmeiße weg. Nein, ich behalte die. Ich habe ja 4600 von diesen Dingern. Vielleicht benutze ich die Kisten irgendwann mal. So. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Episode Mission und Episode 2. Schon die Zeit, schon, ist die Zeit schon wieder rum? Ja, das ist meine 10 Minuten, 11 Minuten, das passt ja. Ja, ist in Ordnung, reicht auch. Nächste Episode Mission wäre dann Siphon Side D, die wir ja brauchen, um irgendwas freizuschalten, ne? Dann bis zum nächsten Mal, ja. Macht es gut. Bis dann, tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute hinaus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.